Ich würde dann auch gleich gerne da mehr ins Detail gehen, wenn es jetzt wirklich um Lern- und Arbeitsstrategien geht, die generell fürs Studium nützlich sind, aber jetzt auch besonders schon in der STEOP relevant. Gibt es da etwas, wo ihr gemerkt habt, also das hilft mir jetzt, vielleicht auch etwas, was ihr, entweder etwas, was ihr schon vorher auch getan habt, wo euch aber bewusst geworden ist, dass es jetzt besonders wichtig, so wie ihr jetzt schon gesagt habt, also das Wiederholen auch, aber auch gerne etwas Neues, wo ihr erst draufgekommen seid, oh, also das brauche ich jetzt, das muss ich mir neu zulegen, um die STEOP zu bewältigen. Ja, bei mir, was mir geholfen hat, war in die Bibliothek gehen, also sich den passenden Lernraum suchen. Für mich war es die Bibliothek. Da habe ich dann mit den anderen, die wir im ersten Semester kennengelernt hatten, wir waren irgendwie zu fünft oder was, und sind dann echt in der Zeit kurz vor der Prüfung jeden Tag in der Bibliothek gehockt, haben dann gemeinsam Pausen gemacht und alle irgendwie, jede Person für sich, mal abgesprochen bei Fragen, aber einfach diesen Lernraum mit Personen und so, dass es eine Lernstruktur war durch halt. Und gleichzeitig sozial sein, weil neue Leute, die du immer noch kennenlernst, was dich einfach mit den Kollegen, Kolleginnen zusammentun. Also ich kann mich da absolut anschließen. Ich habe auch eigentlich für die ganze STEOP in der Bibliothek gelernt, weil ich es eben auch gut fand, dass wenn man dann nach Hause kommt am Abend, man einfach wirklich weiß, okay, ich habe jetzt gelernt, ich lasse es hinter mir und auch am Abend dann einfach wieder einen Kopf für was anderes hat. Und ich finde halt einfach auch generell Pausen extrem wichtig. Also ich glaube, das vergisst man oft, dass man einfach nicht rund um die Uhr nur lernen kann, auch wenn es jetzt die 2 Wochen vor der Prüfung sind, sondern dass man wirklich auch darauf achten muss, dass man so die Pausen setzt, dass man einfach überhaupt noch Stoff in sein Gehirn bekommt, weil man sich sonst, glaube ich, einfach auch sehr schnell überfordert fühlt. Ja, das würde ich noch raten. Und außerdem habe ich es oft sehr geschätzt, mir Bücher zu besorgen oder also auszuborgen in der Bibliothek, die vielleicht von den Professoren auch vorgeschlagen wurden, aber einfach um noch ein bisschen mehr Wissen und die Zusammenhänge besser sich selbst aneignen zu können. Und ich fand es dann einfach oft auch spannender, als jetzt wirklich nur Folien zu lernen. Ja, ich möchte gleich anschließen an dem, was die Elisabeth jetzt gesagt hat, nämlich was diese Kontexte betrifft. Zwar einerseits eben, was du jetzt auch wiederholt hast, Birgit, dass man unterschiedliche Lernmaterialien noch dazu holt und selbstständig da die Dinge für sich selbst erarbeitet und in Kontexte setzt. Aber was mir das sehr geholfen hat, waren auch Lerngruppen. Also einfach auch der Austausch mit anderen Leuten und das Wissen, das man sich jetzt im Eigenstudium angeeignet hat, nochmal zu vertiefen und vielleicht andere Ansichten dazu zu hören und kennenzulernen, weil dadurch die Dinge einfach, also zumindest war es bei mir so, dass die Dinge dann für mich einfach viel leichter hängen geblieben sind, weil ich wirklich aktiv was damit verbinden konnte und das nicht irgendeine Information war, die ich einfach auf Papier gelesen habe. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist, den ich bis heute nicht wirklich einhalte, aber ich versuche mich immer wieder daran zu halten, ist, mir nicht zu große Stoffmengen auf einmal vorzunehmen, sondern kleine Babyschritte zu machen und wirklich Stück für Stück und Kleinigkeiten, eher auch in Kombination mit diesen Pausen, die jetzt eh schon betont worden sind. Danke für diese Tipps. Ich würde es gerne noch ein bisschen ins Detail gehen zu einzelnen Punkten, die sich oft als schwierig darstellen. Und ein Punkt ist herauszufinden in dieser großen Stoffmenge, was ist denn jetzt wirklich wichtig davon und was ist weniger wichtig? Die Priorisierung, auch wenn man, was schreibe ich mit und was ist jetzt unwichtig? Das sind häufig Fragen, die von Erstsemestrigen gestellt werden. Gibt es dafür dieses Herausfinden, was wichtig ist und was sozusagen festhaltenswürdig ist, Tipps von euch, wie ihr das gemanagt habt oder nach wie vor tut? Also ich empfinde das bis heute eigentlich noch als eines der schwierigsten Dinge im Studium, weil das doch, finde ich, auch sehr individuell ist. Also was für mich vielleicht wichtig erscheint, erscheint für den Professor, die Professorin vielleicht als nicht so wichtig und dafür ist was anderes wichtiger. Aber ich habe das Gefühl, dass es mir am meisten hilft, wenn ich gerade bei Vorlesungen zum Beispiel nicht versuche, alles mitzunotieren und wirklich diesen Stress mir selber macht, dass ich immer alles haben muss, sondern versuche eher dem roten Faden zu folgen, natürlich auch mitzunotieren, aber mehr zuzuhören, weil ich das Gefühl habe, sobald ich etwas verstanden habe und dem logisch folgen konnte, ist es leichter zu verstehen, was am wichtigsten an der ganzen
am ganzen Thema ist. Also wenn man so den Überblick bekommen hat und ein bisschen versteht, worum es geht, dann finde ich es auch leichter, die eher vielleicht ein bisschen unnötigeren Details für sich selber herauszufiltern. Und ich finde aber auch, dass es total aufs Prüfungsformat ankommt. Also man lernt ja schon auch hinsichtlich des Prüfungsformates, wenn ich jetzt eine Multiple-Choice-Prüfung habe, ist das ganz anderes, als wenn ich eine Essay-Prüfung habe. Also ich finde schon, dass da die gewissen Vorgaben auch etwas bestimmen, was vielleicht wichtiger ist als was anderes. Also ich wollte jetzt noch dazu sagen, dass man oft auch, finde ich, durch die Altfragen ganz gut erkennen kann, welche Schwerpunkte die Professoren und Professorinnen setzen, also wie gefragt wird und also wie genau auch in die Tiefe gefragt wird. Bei unserem Studium der Ernährungswissenschaften gibt es hauptsächlich Multiple-Choice-Prüfungen, wo man dann einfach, finde ich, ganz gut sieht, okay, wie sehr muss ich ins Detail lernen, wie viel geht es ums große Ganze. Also ich habe zwar eigentlich sehr spät begonnen, mich überhaupt mit Altfragen zu beschäftigen, aber für diese eine Sache finde ich es wirklich sinnvoll, also einfach um zu sehen, okay, wie sehr muss ich mich jetzt aufs Detail konzentrieren und wie sehr reicht es, wenn ich Zusammenhänge verstehe. Und andererseits sagen es die Professoren auch oft in der Vorlesung dazu, was jetzt zum Beispiel, dass man irgendwelche Daten jetzt nicht lernen muss, dass die einfach nur ein Orientierungswert sind. Aber das ist eben wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Vorlesung zu Vorlesung und von Studium zu Studium, würde ich sagen, verschieden. Und ich glaube, es dauert auch einfach ein bisschen, bis man dafür ein Gespür entwickelt. Ja, ich meine nur, ich finde es auch sehr schwer. Das ist irgendwie teilweise... habe ich dann die Vermutung, was wichtig ist, und dann ist aber was anderes gefragt worden. Also es kann schon oft vorkommen. Was ich jetzt in den letzten Semestern gemerkt habe, was mir hilft, ist wirklich die Texte lesen, da das ja eine fixe Sache ist. Also das ist nicht das, was die Profs, also in Studien, wo das geht, sozialwissenschaftlich ist das, glaube ich, ganz gut, da die Profs sich ja dann darauf berufen und dann, wenn man die Texte verstanden hat und markiert hat, zumal jetzt bei Open-Book-Prüfungen, hilft es sehr. Aber prinzipiell ist es wirklich sehr schwer herauszufinden, was gefragt wird. Da kann ich mir vorstellen, dass Altfragen gut helfen, finde ich. Also das ist auch eine Herausforderung, die genau sozusagen auch in der STEO bewältigt werden muss, dass man da ein Gefühl dafür kriegt, was ist wichtig und was nicht. Und wie hole ich mir das heraus mit Altfragen, mit dem tiefgehenden Lesen. Sophie, du hast dich auch noch gemeldet. Genau, ich wollte nur kurz noch dazu sagen, dass ich denke, dass man sich bewusst werden sollte, ob das Dinge sind, die einen selbst interessieren und für einen selbst wichtig sind, weil die sich ja ganz stark von dem unterscheiden können, was dann eben im Endeffekt in der Lehrveranstaltung gefragt wird. Und dass nur weil es in der Lehrveranstaltung das eine als wichtig erachtet wird, es nicht heißt, dass was man selbst irgendwie als wichtig oder spannend findet, nicht wichtig wäre. Aber dass man eben im Laufe des Studiums dann ein Gefühl dafür kriegt, wie das eh schon mehrfach gesagt worden ist, was die Lehrveranstaltungsleitungen eigentlich von einem möchten und was gefragt wird. Und dass da eben auch, wie bereits gesagt, Altfragen total praktisch sind. Und ich finde, dass man hier auch definitiv höhere Semester als Ressource nutzen kann, dass man da aktiv vielleicht sich austauscht und auch Austauschmöglichkeiten wie Facebook-Gruppen oder sowas nutzt, um einfach mal nachzufragen, hey, ihr habt das ja schon gemacht, wie war das für euch, was ist eurer Ansicht nach das, worauf man sich fokussieren oder konzentrieren sollte? Also ja, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ganz viele von euch haben ja schon gesagt, dass Lerngruppen und Arbeiten in Teams ganz wichtig ist. Vielleicht jetzt auch ganz konkret auf das Lernen in der STEOP bezogen. Wie habt ihr das denn ganz konkret gemacht mit dem Arbeiten in der Gruppe? Wir haben schon gehört, in der Bibliothek sich dann auszutauschen in den Pausen. Gibt es da vielleicht noch ganz konkrete Ideen, wie man das machen kann mit dem Lernen in Gruppen? Oder wie ihr es gemacht habt? Ja, nur was ganz Kurzes. Ganz konkret einfach sich gegenseitig abfragen. Wenn dann eine Person eine Zusammenfassung sich geschrieben hat zum Beispiel, fragt sie einfach, hat eine Freundin mich abgefragt und das hat wirklich sehr geholfen. Also ich erinnere mich, dass genau irgendwie eine Frage in der Prüfung war, das war dann kurz vor der Prüfung, die ich genau mit den Abfragen noch beantworten konnte. Also sowas kann ich empfehlen. Bei uns war die STEOP eben zum einen Teil eine Chemie-STEOP und da wurden auch sehr viele Rechenbeispiele gefragt. Und da kann ich mich erinnern, dass wir uns immer wieder vor den Chemieeinheiten am Chemischen Institut zusammengesetzt haben und versucht haben, einfach die Beispiele gemeinsam durchzugehen. Und da hat es halt oft sehr geholfen, dass einer es vielleicht
konnte und der andere nicht. Und dann konnte man sich das irgendwie so gegenseitig zeigen oder einen Weg finden, wie man zum richtigen Ergebnis kommt. Und also da hat es zwar sehr geholfen, aber fürs konkrete Lernen auf die Prüfung haben wir das dann eigentlich nicht mehr gemacht, weil das, glaube ich, einfach dann also so auch schwierig war, so zeitlich und so weiter. Und einen Ort zu finden, wo man das wirklich so machen kann. Aber eben so als Vorbereitung auf die einzelnen Einheiten in der Chemie war das wirklich sehr gut. Und ansonsten habe ich eigentlich zum Teil mit einzelnen Freundinnen vom Studium, die ich kennengelernt habe, auch einfach, also dass wir wirklich nebeneinander gelernt haben, vielleicht jetzt nicht wirklich miteinander, aber es hat einfach motiviert, wenn man so viele Stunden in der Bibliothek sitzt, dass man da nicht alleine ist und irgendwie auch zwischendurch mal wen zum Reden hat und so weiter. Ich wollte nur anmerken, das, was eben die Elisabeth gerade gesagt hat mit den Beispielen gemeinsam rechnen, ist im Endeffekt, also meiner Meinung nach in Mathematik genau das definierende Prinzip des gemeinsamen Lernens. Also es ist grundsätzlich so, würde ich meinen, dass man natürlich selbst gefordert ist, die Inhalte zu verstehen und sie sich anzueignen. Und es ist so, dass die Vorlesungen eben immer von den Übungen begleitet werden. Das heißt, man ist ohnehin gefordert, jede Woche gewisse Problemstellungen zu bearbeiten. Und es ist eben so sehr bereichernd, wenn das jeder für sich versucht, aber dann kann man eben zusammen darüber reden, da es schlicht einfach so ist, dass eben jeder was anderes schafft. Und dadurch sind aber solche Lerngruppen oder eben der Austausch mit anderen ist sehr bereichernd, weil im Endeffekt kann man dann ja, mit einer gewissen Anzahl an Personen alles irgendwie schaffen und jeder kann dem anderen was erklären. Und das, ja, würde ich eben sagen, das ist genauso das definierende Prinzip im Endeffekt in einer Lerngruppe oder zumindest in Mathematik. Also wir haben, je nachdem, was wir lernen mussten, unterschiedliche Herangehensweisen gehabt in unseren Lerngruppen. Meistens war es aber einfach so, dass man sich selbstständig vorbereitet hat oder wenn man ein Skript lesen musste, dass jeder einen Teil vom Skript vorbereitet, quasi zusammenfasst und dass man sich dann im Café oder bei einer der Kolleginnen zu Hause getroffen hat und dass wir uns diese Teile vom Skript gegenseitig vorgestellt haben und zwar in eigenen Worten. Und also das hat mir persönlich am meisten geholfen, einfach weil dieses Wiedergeben in eigenen Worten einem noch einmal einen ganz anderen Zugang zum Thema verschafft, finde ich. Und der andere Zugang war einfach, dass wir, wenn wir für unterschiedliche Prüfungen oder unterschiedliche Fächer was lernen mussten, wir uns trotzdem zusammengesetzt haben und dann quasi nebeneinander gelernt haben, einfach nur um dieses Gefühl zu haben, dass man nicht alleine leidet und sich gegenseitig so ein bisschen hypt und auch wenn man gemeinsam jammert über die Prüfungen, kommt irgendwie doch auch Motivation auf und man ist einfach viel mehr, also ich persönlich bin dann viel mehr im Flow drin gewesen, wenn ich wusste, ich lerne jetzt einfach neben jemanden. Das ist natürlich nicht für jeden etwas, wenn man lieber alleine oder diese Ruhe braucht, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber mir hat das immer sehr geholfen, beziehungsweise so eine Kombination eben aus diesen beiden Teilen zu Hause vorbereiten und dann nochmal gemeinsam diskutieren, um das eben in andere Kontexte zu setzen. Ich würde gern an etwas anschließen, das jetzt die Sophie gesagt hat und davor auch eben die Elisabeth. Also ich finde, da gibt es eben diese zwei Arten. Entweder man lernt mit anderen Studierenden, die dasselbe studieren wie man selbst, dann kann man sich halt inhaltlich eben sehr gut helfen. Also dann hab ich das auch oft so gemacht mit Freundinnen von mir, dass wir halt eben auch gemeinsam in die Bib gegangen sind oder dass wir uns getroffen haben und dass man halt, keine Ahnung, zum Beispiel dasselbe Kapitel, dasselbe Thema bearbeitet, mal selber für sich und dass man dann sich austauscht und sich gegenseitig Fragen stellt, wo man was selbst noch nicht verstanden hat oder so. Also das ist natürlich voll hilfreich, einfach vom Fachlichen her. Aber ich finde eben auch, wie es schon erwähnt wurde, dass es sehr hilft, einfach etwas gemeinsam zu machen, auch wenn es jeder für sich macht. Also dieses Nebeneinander lernen, auch wenn jeder und jede was komplett anderes macht, hilft. Und ich finde auch dieses Pausen machen fällt dadurch auch leichter. Ich meine, es ist natürlich auch eine Gefahr, dass man dann nur Pause macht. Aber grundsätzlich finde ich es halt leichter, weil man sagt, okay, man trifft sich und 10 in der Bib und dann bleibt man bis um 2 mal und dann macht man gemeinsam Mittagspause und dann kann man auch mal seinen Frust rauslassen, wenn das heute am Vormittag nicht so gut geklappt hat und sich gegenseitig ein bisschen aufbauen oder auch wenn man wissenschaftliche Arbeiten schreibt, sich mal austauschen drüber und mal sagen, hey, ist das für dich logisch? Oder diesen Austausch, der hilft eigentlich total auch. Also ich finde, das ist beides super cool und hilft auch eben beides und ist auch nicht eins besser oder schlechter. Also ich finde, diese Kombination macht es eigentlich voll aus. Ich wollte jetzt nur noch zu einem etwas sagen, und zwar zu diesem Aspekt mit dem gemeinsamen Lernen und sich auch gemeinsam Ziele zu setzen und dann zum Beispiel ein Kapitel oder so gemeinsam
durchzugehen, zu wiederholen. Das bringt, finde ich, auch allein deshalb schon was, weil man sich dadurch einfach auch so Zwischenziele setzt. Also man hat dann nicht nur das große Ziel, jetzt die Prüfung in, weiß nicht, 4 Wochen, sondern man hat dann eben auch so Zwischenziele. Und dadurch, finde ich, strukturiert sich der Stoff auch schon ein bisschen von selbst praktisch. Und man, ja, es ist nicht so aussichtslos oder man hat nicht das Gefühl, okay, ich muss bis zu diesem Datum jetzt alles wissen, sondern jetzt mal bis zur nächsten Woche das und die Woche darauf dann das nächste Kapitel und so weiter. Und ich glaube, das ist eben auch ein hilfreicher Punkt bei diesem gemeinsamen Lernen. Ja, danke, da hast du gleich die Brücke geschlagen zum nächsten Punkt, nämlich so Tipps für Lernen von riesigen Stoffmengen. Das wurde vorher auch schon angesprochen, dass man vielleicht in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen muss, auch im Vergleich vielleicht zum Stoffvolumen, das bei der Matura gefragt war. Gibt es da über das hinausgehend, was ihr jetzt eh schon gesagt habt, auch noch spezielle Tipps für so Buch-Riesenstoffmengen in verhältnismäßig kurzer Zeit? Also ich finde so, das Wichtigste ist, dass man mal überhaupt weiß, was man alles lernen muss. Also dass man sich so einen Überblick verschafft und dass man sich auch anschaut, wenn man eine Liste bekommt mit Pflichtlektüre, wo 20 Werke draufstehen, dass man sich auch mal die Seitenzahlen anschaut und mal schaut, wie viel ist das alles wirklich, weil man dann oft schon mal ein bisschen wieder ruhiger werden kann, weil man sieht, okay, da ist es vielleicht nicht das ganze Buch, sondern nur ein Kapitel und weil man dann sich halt auch die Zeit eigentlich erst wirklich einteilen kann. Und da ist auch etwas, woran ich immer noch arbeite, ein bisschen dieses Flexibelsein. Also manchmal klappt ein Kapitel nicht so gut und dafür das nächste total schnell. Also dass man da dann halt auch flexibel ist. Also so ein bisschen diese Kombination aus Planen und dann aber auch etwas flexibel sein. Und manchmal läuft es halt nicht so. Dafür läuft es dann am anderen Tag wieder voll gut. Also das ist so für mich ein bisschen so das, was ich gelernt habe oder was ich immer noch versuche zu verbessern. Ich wollte dazu noch sagen, dass man manchmal auch, finde ich, lernen muss, dass man, also das Studium, das sind oft so große Stoffmengen, dass es da manchmal gar nicht möglich ist, alles so zu 100% im Detail zu wissen, sondern dass es sehr oft halt darum geht, Zusammenhänge zu verstehen und dann schon auch Details zu wissen, aber dass man da einfach auch sich nicht so sehr unter Druck setzt, dass man das Gefühl hat, man muss das jetzt irgendwie zu 100% inhalieren, weil das oft einfach nicht wirklich möglich ist. Sondern dann eben auch zu priorisieren, was ist jetzt wirklich relevant, was ist jetzt vielleicht weniger wichtig. Und ja, solange man einen Überblick hat über das große Ganze und dann vieles weiß, aber eben nicht alles, ist es, glaube ich, schon ganz gut. Ja, ich möchte mich da wirklich direkt anschließen. Und zwar im Endeffekt ist so, ich finde, beim Lernen muss man, eher so wie die Fedora gesagt hat, eine Abwägung treffen, dass wenn etwas nicht klappt, dass man das vielleicht im Moment überspringt, beziehungsweise dass man sich die Frage stellt, wenn, also man lernt ja natürlich mit dem Ziel, die Prüfung zu bestehen, und dass ich sage, steht das in einem sinnvollen Verhältnis von Aufwand und dem, was ich davon von bekomme, weil wenn ich jetzt sage, ich hänge an einem Kapitel, weiß ich nicht, dass das macht einen kleinen Teil aus vom gesamten Stoff oder so, dann muss man sich dann einfach meiner Meinung nach abwägen, dass ich sage, es zahlt sich in dem Fall nicht aus, halt natürlich mit dem Risiko, dass das eventuell bei der Prüfung gefragt wird, aber das muss man dann eben irgendwie abschätzen oder beziehungsweise das Risiko auf sich nehmen, dass man sagt, ich muss diese Stoffmenge irgendwie durchkriegen. Es geht wirklich darum, dass man versucht, diesen Überblick zu bekommen, natürlich auch mit Details, aber wenn es irgendwo hängt, dass man sagt mit, okay, das steht jetzt meiner Meinung nach in keinem sinnvollen Verhältnis zur Zeit. Ich brauche das zu verstehen, dass ich das im Endeffekt dann auslasse oder halt gewisse Teile nur weniger detailliert lerne. Ein letzter Punkt wäre an Bereichen, wo es hilfreiche Strategien gefragt sind, der Bereich Selbstorganisation und Selbstmotivation. Auch dazu habt ihr schon einiges gesagt, dieses sozusagen in Gruppen lernen, dass das sehr motivierend ist. Aber gibt es vielleicht dazu auch noch so spezifische Tipps von euch? Was habt ihr getan, um euch zu motivieren, euch auch immer wieder quasi im Lernprozess zu halten oder auch besser strukturiert daran heranzugehen? Also ich muss sagen, grundsätzlich fällt mir das Organisieren, Strukturieren nicht so schwer, weil ich das irgendwie von Natur aus voll bin. Ich mag das immer gern, wenn alles schön organisiert ist. Aber was ich voll gelernt habe und was ich mir eigentlich auch selber als Tipp geben würde, wenn ich jetzt wieder neu anfangen würde zu studieren, ist, dass wenn ich mir meine To-Do-Listen oder so schreibe, dass ich mir halt kleinere Ziele stecke, dass ich mich nicht so selbst überfordere. Also ich, manchmal schreibt man sich dann auf, ja, lernen oder das die Pflichtlektüre lesen oder so.
und dass man das nicht so schnell schafft und dass das nicht gleich hinhaut, das ist irgendwie eh klar. Und ich finde, wenn man sich so kleine Ziele steckt, auch wenn es dann vielleicht 10 auf der To-Do-Liste sind und man kann die aber alle abhaken am Ende des Tages, dann ist die Motivation halt auch viel mehr da. Also ich finde dieses in kleinen Portionen und sich dann nicht überfordert, das hilft irgendwie sowohl mit der Motivation als auch dann irgendwie mit diesem Gefühl, einen Lernerfolg zu erzielen. Auch wenn ich gefühlt nur so Minischritte gemacht habe, habe ich trotzdem was geschafft an dem Tag und das hilft mir total. Ja, also ich habe am Anfang immer wieder festgestellt, wir hatten oft so Vorlesungen, die sich so über die Mittagszeit erstreckt haben und wo man dann, weiß nicht, um 11.45 Uhr begonnen hat bis 14.45 Uhr oder so und wo man irgendwie davor so das Gefühl hatte, davor geht sich nicht mehr viel aus und danach ist es irgendwie auch schon, weiß nicht, mit Nachmittag. Und deswegen würde ich sagen, also dass man sich auch wirklich die Zeit einteilt, dass man halt irgendwie auch so eine Routine hat, wann man aufsteht, wann man, also dass man halt dann, weiß ich nicht, am Vormittag schafft, 2 Stunden zu lernen oder auch mehr, je nachdem, was man sonst noch so zu tun hat. Aber eben, wie gesagt, dass man sich die Zeit einteilt und eben auch, was vorher schon besprochen wurde, dass man vielleicht einen Ort findet, an dem man gut lernen kann. Das kann jetzt die Bibliothek sein oder man schafft es irgendwie anders zu Hause oder wo auch immer. Aber ja, Zeit und Ort finde ich sehr wichtig dabei, dass man einfach strukturiert ist. Ich bin grundsätzlich kein sonderlich organisierter Mensch, obwohl ich gerne Dinge organisiere. Darum hat es mir sehr geholfen, dass ich auch was das Lernen betrifft und was die Vorbereitung betrifft, ganz stark mit Kolleginnen zusammengearbeitet habe. Einfach in diesem dauernden Austausch war, um auch zu wissen, was jetzt wie gemacht werden muss. Natürlich ist ein Lernplan wesentlich effizienter und ab und zu hat es auch geklappt, aber manchmal klappt es halt nicht und das ist auch in Ordnung. Aber dieses gegenseitige Motivieren hat mir da am meisten geholfen, auch um auch dran zu bleiben. Und aber auch, wenn man sich jetzt nicht mit einer Freundin explizit gegenseitig oder mit einem Freund gegenseitig motivieren konnte, dann, dass ich mir kleine Belohnungen zur Verfügung gestellt habe, dass ich gemeint habe, gut, wenn ich jetzt heute brav alles erarbeite, was ich mir vorgenommen hatte, dann gönne ich mir eine Pizza. Oder auch gemeinsam mit Freundinnen haben wir gesagt, gut, wenn wir jetzt diese Woche für diese Prüfung wirklich durchpacken, dann gehen wir spazieren oder dann gönnen wir uns irgendwas. Und das hat wirklich super funktioniert. Vor allem, wenn man an einem Punkt ist, an dem vielleicht schon die Panik so reingekrochen kommt, wenn man das Gefühl hat, man hat nicht genug gelernt und dann kommt die Unsicherheit. Gerade da ist es hilfreich für mich gewesen, mir dann so eine kleine Belohnung zu geben, einfach um auch wieder runterzukommen. Und wie die Fedora gesagt hat, dieses in Babyschritten und in kleinen Portionen herangehen an die Sache, hat das, die Kombination aus dem Ganzen hat mir meistens meine Motivation zurückgegeben.